Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In 2 Kilometern nehmen Sie die erste Ausfahrt. Wir mussten den wunderschönen Campingplatz verlassen. Wir hätten gerne noch was die Küste erkundet, aber leider drängt die Zeit. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Brighton und das Navi sagt etwas über 200 Kilometer, was ja eigentlich keine Strecke ist. Aber es sagt natürlich, wir brauchen dafür über 4 Stunden. Das ist etwas, was wir total unterschätzt haben, und zwar diese Zeit. Wir denken immer, ja, 200 Kilometer, das kann doch nicht sein, und dann 4 Stunden, aber es geht noch besser. Man braucht manchmal viel länger, weil es ist ein Verkehr, man kann es sich nicht vorstellen. Aber wir zeigen es euch später mal. Tschüss! Weiter auf M27. Ganz schön eng. Hier ist dann noch ein Schwertransporter unterwegs. Der ist ziemlich breit, aber wir kommen wunderbar durch. Das sind so die Straßen, die einen tierisch anstrengen. Stau ohne Ende, Kreisverkehr ohne Ende. Noch nicht mal der Linksverkehr, der einen stresst. Einfach nur die wahnsinnig vielen Autos. Jetzt sind wir an unserem nächsten Punkt angekommen. So, wir stehen jetzt hier an der Bushaltestelle von Brighton. Und zwar wollen wir mit der 12 oder 12A fahren to the Seven Sisters. So, wir haben jetzt hier ein Family-Ticket gekauft. Das hat 10 Pfund gekostet und da können wir jetzt den ganzen Tag mit rumfahren. Wir sitzen jetzt in einem Doppeldeckerbus, kenne ich von früher noch. Wir fahren jetzt hier die Küste entlang. Jetzt fahren wir wieder mit dem Bus Richtung City. Und da sind wir auch schon angekommen. WC-Reiniger und hier ist die Ver- und Entsorgung. Hier ist zum Spülen, Waschmaschine, Trockner, hier ist auch die Chemietoilette entsorgen. And now we go to the washroom. Alles hier sauber. Hier ist die Ein- und Ausfahrt. Und vorne rechts ist die Rezeption. Ansonsten sehr schönes Gelände. Die Plätze sind sehr schön. Man darf sich aber nicht hinstellen, wie man möchte. Man bekommt das gezeigt. Und zwar muss der blaue Punkt, also die Nummer, immer hier auf der rechten Seite sein. Wir könnten noch verkehrt rumstehen. Und, aber das, so muss es genau stehen, das Fahrzeug. Wir haben den Platz vom ADAC empfohlen bekommen. Wir sind den dann auch schnurstracks hier angefahren. Er liegt etwas oberhalb von Brighton, aber es sind nur ca. 5 Gehminuten bis runter zum Wasser. Man kommt auch direkt noch an einem Lidl vorbei, also er ist wirklich gut gelegen.
Wir haben jetzt mit der ADAC-Karte, die zeige ich euch noch, die hatte Matze und Gabi uns empfohlen. Die haben wir direkt mit dem ersten Mal hatten wir die raus, weil wir haben hier 12 Euro Rabatt darauf bekommen und 12 Euro hat die Karte auch gekostet. Also hat sich nach einem Mal schon gelohnt. So, hier nochmal ein letzter Blick auf Brighton. In 2 Kilometern nehmen Sie die dritte Ausfahrt im Kreisverkehr auf A23 Oldsteine. Wir stehen jetzt hier auf einem Campingplatz oberhalb von Dover, circa 5,7 Kilometer von der Fähre entfernt. Der wurde auch vom ADAC uns empfohlen. Wir konnten uns hinstellen, wo freier Platz ist. Wir haben mit Strom 23 Pfund bezahlt. Die Sanitäranlagen sind einfach, aber sauber. Halt der normale Standard. So, hier geht's zum Sanitärbereich. Hier ist die Chemietoilette. Und hier geht's zu den Ladies. Hier sind die Waschbecken. Toilette. Und Dusche. Einfach, aber sehr sauber. Hier ist der Spülbereich. Und hier sind Waschmaschine und Trockner. Hier gibt es auch Mobilheime zu mieten. Also wir können den Campingplatz nur empfehlen. Hinter der Hecke verläuft eine Bahnlinie. Da kommt stündlich ein Zug, ist aber relativ ruhig, weil er schon direkt in den Bahnhof fährt und nicht mehr so schnell ist. In der Nacht hatten wir keine Züge gehört, also wen sowas stört, der ist hier falsch, aber wir haben das als nicht störend empfunden. So, das ist unser Ziel für morgen früh. Die Anlegefähre, die Anlegestelle der Fähre. Aber Gott sei Dank haben wir heute noch ein paar Stunden hier. Und genießen hier den Blick nach Dover Castle.
So, das war's. Jetzt geht's wieder nach Hause. Hier geht es jetzt erst zur Passkontrolle. So, und jetzt geht's zum Check-in, wo wir dann unser Ticket für die Fähre abholen, vielmehr auf welches Gate wir müssen. Beide Felsen sehen. Das wird aber alles entspannt, ne? Ja, und auch eigentlich gut ausgeschildert, ja. Ne? Wir haben jetzt die Nummer 44. Da müssen wir jetzt drauf aufpassen. Ja. Da steht geschrieben Lane 33 bis 200. 44. Hier, 44. Super. Wir sind auf Kurs. Jetzt geht's wieder auf die Fähre.
fahre ich gleich so hinten rein. Ja, wahrscheinlich. Wir sind gelandet. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir wieder rechts fahren. Jetzt sagt er vor uns bestimmt. Rechts fahren? Links. In einem Kilometer nehmen Sie die zweite Ausfahrt im Kreisverkehr auf der 316. So, jetzt sind wir wieder in Dünkirch gelandet. Wir haben Regen, juhu, lange nicht mehr gehabt. Und damit endet unsere Reise. Sollte euch das Video gefallen haben, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen und abonnieren nicht vergessen. Bis dann, ciao!